Hey. Frohes Neues auch nochmal von mir. Yay, 2006, 4, 5, welches Jahr haben wir? Ich weiß es nicht. Успокойся, мальчик. Auf jeden Fall. Ich bin hier, um mit euch über ein sehr ernsthaftes Thema zu reden. Meine Comic-Sammlung. Wartet mal, kommen wir mal ein bisschen höher. Ah, perfekt. Wenn du Videos auf YouTube über Comics machst, dann gibt es immer diese eine Frage, die dir gestellt wird. Kannst du deine Comics zeigen? Ich habe mich Jahre vor diesem Thema gedrückt, aber ich habe mich jetzt entschlossen, euch vielleicht nicht meine ganze Sammlung zu zeigen, weil es gibt auch nicht so viel, was ich wirklich dazu erzählen kann, aber zumindest weitere Teile meiner Sammlung euch vorzustellen. Letztes Jahr habe ich ja bereits meine Manga euch vorgestellt, wobei sich mittlerweile da auch einiges getan hat. Und in diesem Video werde ich euch alle meine Omnis vorstellen. Und mit Omnis wird das etwas kompliziert. Denn überhaupt zu definieren, was ein Omnibus ist, ist relativ schwer. Ich zeig euch, was ich meine. Denn ich habe Library Editions, generell Oversize Hardcover, Complete Collection und selbst Bände, wo zwar Omnibus draufsteht, was aber für mich nicht wirklich wie ein typischer Omnibus aussieht. Deswegen habe ich mir als Kriterium gesetzt, dass ich euch in diesem Video nur meine Marvel und DC bzw. Vertigo Omnis zeige. Weil ich finde, dass beide Verlage mehr diesen Begriff Omnibus benutzen für ihre Oversize Hardcover, denn bei den ganzen anderen Verlagen ist das irgendwie so immer so wild durchgemischt. Und ich werde auch nicht krass ausschweifen, irgendwas erzählen, euch irgendwie ein Omni auspacken und erstmal 10 Jahre X-Men History an den Kopf klatschen. Okay, vielleicht schon. Aber ich versuche mich auch wirklich kurz zu halten, damit das Video nicht zu lang wird. Weil ich bin ehrlich, ich glaube, die Anmoderation hier ist schon für manche viel zu lang. Generation TikTok, ne? Hochkant, peinliche TikTok-Dance. Ist Fortnite überhaupt noch beliebt? Ich habe keine Ahnung. Okay, das ist echt viel Headspace, aber egal. Beginnen wir hier oben mit Why the Last Man. Brian K. Vaughan, das habe ich schon sehr oft gesagt auf diesem Kanal, ist einer meiner absolut liebsten Comic-Autoren. Wenn er Geschichten schreibt, dann... Ja, Why the Last Man kann ich euch kurz mal rausholen. Ich viel dazu möchte ich mal sagen, ne? Jeder kennt die Geschichte, ich meine, hat auch einen Eisner Award gewonnen. Alle Männer auf dem Planeten, sowohl bei Tieren als auch Menschen, sterben alle und es bleiben halt nur noch Frauen. Die einzigen überlebenden männlichen Lebewesen sind nur noch so ein kleines Äffchen. Und der Dude hier, und da muss ich jetzt durchschlagen und seine Verlobte suchen. Das Ganze ist ein Roadtrip und ja, bockt richtig. Im gleichen Atemzug, wenn wir eh schon bei Brian K. Vaughan sind, machen wir mal weiter mit Deus Ex Machina. Das war eine andere Reihe von ihm. Bei Deus Ex Machina geht es wiederum um einen Dude, der mit Maschinen kommunizieren kann und so eine Art Superheld ist, kann man sagen. Das Ganze spielt aber weniger in der Zeit von ihm, als ein Superheld ist, was hier in der Geschichte eher die Vergangenheit ist, sondern ist immer mehr in der Gegenwart, wo er ein Prominenter geworden ist durch seine Karriere als Superheld und unter anderem, glaube ich, sogar auch damals in die Politik gegangen ist. Das Ganze ist sehr, ja, könnte denken, so ein bisschen politisch angehaucht, ist auch ein bisschen gesellschaftskritisch und ist mehr so Menschendrama als wirklich eine ganz klassische Superhelden-Story. Ist aber auch echt gut geschrieben. iZombie. Der Comic ist viel besser als die Serie. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Mike Allred als Zeichner ist... Boah, Alter. Der Typ ist heftig. Der ist ein heftiger Dude. Genau. Ich glaube, das ist wirklich einer der schwersten Omnis, die ich habe. Der komplette The Invisibles Omni von Grant Morrison. Wow, the one and only. Das beinhaltet alle Ongoings, denn es waren damals mehrere Invisibles Ongoings. Und die Invisibles zu umschreiben ist relativ schwer. Ich glaube, ich habe es noch versucht in einem Vertigo-Video. Es geht eigentlich im Prinzip um eine Gruppe von Außenseitern, die irgendwie dank auch magischen Fähigkeiten so richtig total abgefuckte Abenteuer erleben. Da ist alles dabei, von Apokalypse zu Zeitreisen, schwarze Magie, Okkultismus, irgendwo auch ein Spy-Flick, Action, Coming of Age, Gender Identity, da ist halt alles dabei. Und das ist halt Grant Morrison. Das Ding muss man, glaube ich, wirklich mehrmals gelesen zu haben, um es wirklich zu verstehen. Und es ist halt sehr hochgegriffen. Also dadurch, dass es auch so eine große Omni ist, eine so fette Geschichte, braucht man, glaube ich, echt so eine Woche, um diesen Ding überhaupt klarzukommen. Und dann nochmal einen Monat, um das Ganze überhaupt psychisch zu verarbeiten. Ach, ja, und oben war es das. Ist die IDW Collection von den Turtles. Sind aber keine Omnis, wie gesagt. Ich mache hier in diesem Video nur Marvel und DC-Zeugs. Deswegen gehen wir mal gleich hier runter und positionieren etwas die Kamera neu. Weil hier ist mir ein bisschen zu viel Headspace. So, Moment. Oh. Perfekt. Von einem bekannten Autor zu einem anderen. Garth Ennis. Beide Preacher-Omnis. Preacher, Alter, es gab die Serie, es gab das Comic, sieht man ja auch offensichtlich. Muss ich noch irgendetwas zu Preacher sagen? Und dann natürlich, weil wir bei Garth Ennis sind. The Garth Ennis hat auch
The Hellblazer geschrieben. Auch fettes Ding mit über Millionen Seiten gefüllt. Und wie gesagt, also eigentlich alles Vertigo-Titel, aber DC hat irgendwie jetzt das Verlangen, in der Neuauflage immer so dieses fette DC-Logo zu drucken. Und manchmal halt auch steht einfach Black Label, obwohl es halt kein Black Label-Titel war. Du Ehrenloser! Weniger bekannt, das kam ursprünglich aus dem Wildstorm-Imprint. Ist dann aber natürlich rübergewandert irgendwann zu DC, weil dann Wildstorm aufgekauft wurde, ist The Planetary von Warren Ellis. Eine Geschichte von einer Geheimorganisation, die den Mysterien der Welt auf der Spuren gehen. Und das Interessante ist, die Antagonisten der Geschichte, ja, es ist eine abgedrehte Version der Fantastic Four. So ähnlich wie The Nemesis eigentlich eine was-wäre-wenn-böse Version ist von Batman. Oder ein bekannteres Beispiel, Old Man noch aus DC. Ich glaube, Nemesis kennt auch ziemlich keinen Schwein mittlerweile mehr, aber egal. Trotzdem bekommt es ein Reboot. Auch relativ, ich will nicht sagen sehr hochgeschrieben, es ist Warren Ellis, aber trotzdem ein bisschen anspruchsvoll, aber bockt auf jeden Fall und geiles Worldbuilding mit kreativen Ideen und Ansätzen, die du in anderen Mainstream-Superhelden-Comics zum Beispiel nicht siehst. Und Superhelden ist ein richtiges Stichwort, weil das Ding hat den Flair oder den Touch einer Superhelden-Story, nur so als wäre das ein Hybrid von, sagen wir mal, klassischen DC-Comics und The X-Files. Hier rechts könnt ihr, sieht man das überhaupt? Recht ist Sandman, sind ganz normale Trade Paperbacks. Aber in dem Zuge habe ich mir auch The Books of Magic geholt. Ich zeige euch mal ganz kurz die Cover. Wow, ist auch ein Hardcover. Wow, noch mal kurz reinbeißen. Das Ganze spielt im Sandman-Universum, allerdings mit dem Charakter Tim Hunter heißt er, glaube ich, oder? Habe ich schon erwähnt, dass ich Comics-Experte bin? Ja, Timothy Hunter heißt der Gute. Der Boy sieht so ein bisschen aus wie so eine Wish-Version von Harry Potter. Er ist so ein bisschen John Constantine in Jung, denn obwohl er angeblich der mächtigste Zauber der Welt ist oder den die Welt je erblickt hat oder so, versucht er überhaupt gar nicht, seine Magie so sehr präsent dem Leser ins Gesicht zu drücken, so weißt du? Er kommt nicht und sagt, hey Alter, ich kann zaubern. Nein, 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 er versucht immer mit seinem Verstand aus der Situation rauszukommen, weil er weiß, dass wenn er Magie anwendet, alles so schlimmer wird. Trotzdem ist das geschrieben als eine Coming-of-Age-Geschichte, weil die Hauptfigur natürlich auch jünger ist. Und wir werden halt durch ihn, der anfängt als ein Fish-Out-of-Water-Charakter, durch diese magische Welt entführt mit dem großen Mythos, mit Folklore aus allen Kulturen, Religionen, was auch immer du willst. Und natürlich Verknüpfung zu bisschen Sandman, also ein paar andere Charaktere wie Hellblazer, Satana kommen auch vor, aber nur flüchtig. Denn der gute Boy hier, der Timothy Hunter, der ist der MLG der Story. Der dritte Omni tatsächlich, der ist gerade, wenn ich dieses Video hier aufnehme, heute gekommen. Das heißt, ich muss den hier noch lesen. Sonst habe ich natürlich alle anderen Omnis in meiner Sammlung komplett gelesen, ne? Das ist klar. Ja, bei mir stehen nicht eingeschweißte Omnis für ein Jahr, die ich dann nicht lese und nur hinstelle als Deko, ne? Mark. Ich sehe es jetzt schon kommen, Alter. Neuer Comic-Tuber-Beef. Und schlussendlich American Vampire, ne? Nicht Mexican Vampire, American Vampire. Die Geschichte rund um Skinner Sweet, der Cowboy hier, der allererste amerikanische Vampir ist. Und nicht nur Skinner Sweet, sondern auch Pearl Jones, die von Skinner Sweet zu einem Vampir gemacht wird. Und es ist halt ein riesiger Epos rund um Vampire. Nicht nur um die beiden, sondern es ist ein großer Cast wird aufgebaut. Später kommen auch noch andere Wesen dazu, also nicht nur Vampire, sondern auch andere Monster. Klar, Organisationen von den Vampiren als auch von Menschen, die diese Vampire jagen. Und wie die Vampire bzw. diese Menschen, also diese Monsterjäger, die Vampirjäger, welchen Einfluss die auf die Geschichte der Menschheit, vor allem auf die amerikanische Geschichte nehmen. Das ist alles, was hier mit bearbeitet. Wir werden übrigens über American Vampire im nächsten Trade Talk reden. Also schaltet ein, hört zu, machen wir weiter. Da kommen wir zu den richtigen Mainstream-DC-Omnis. Und von denen habe ich gar nicht so viele. Ich habe hier eine relativ überschaubare kleine Harley-Quinn-Sammlung, darunter 4 Omnis, nur über Harley Quinn. Ich weiß, die ist ein bisschen based, aber kommt schon. Harley Quinn and the Gotham City Sirens, oh ja, eine Garner 27-26-teilige Reihe. Die Gotham City Sirens, das war eine Gruppierung von Catwoman, Harley Quinn und ich glaube Poison Ivy, geschrieben von, hey, wer hat's nochmal geschrieben? Von Paul Dini, Dini hat's oh mein Gott, Paul Dini hat's geschrieben, hab ich voll vergessen, Alter. Und geil, das Artwork von unter anderem Julia March, Andreas Gunnell, hier stehen sie nochmal, okay? Ich presse eh falsch aus. Gotham City Sirens, die drei sind in Gotham und sind City Sirens. Falls ihr erwartet habt, dass ihr wirklich zu jedem Omni ausführlich erzählt, worum es geht, dann vergesst es. Dann kommen drei Omnis. Zack, zack, zack. Es ist nicht der komplette New 52 Run von Harley Quinn, aber zumindest
Doch, ist es eigentlich, gell? Es ist der komplette New 52 Run von Harley Quinn plus nochmal ein Teil der Rebirth-Reihe. Es ist halt der ganz große Run von Amanda Conner und Jimmy Palmiotti, die Harley Quinn, ich will nicht sagen neu erfunden haben, aber zumindest sie zu dieser großen Halbfigur gemacht haben, die sie dann im Endeffekt zumindest in den Comics geworden ist, vor Suicide Squad zumindest. Es war anfangs echt spaßige, unterhaltsame, zwischenweilige Stories, so ein bisschen Reiselektüre. Nicht zu kompliziert gedacht, nicht zu verkauft, es war immer irgendwie spaßig. Aber irgendwie ist mit der Zeit Harley Quinn, wissen wir, einfach, ja, scheiße geworden, die Kuh wurde gemolken, was bei einem, das zu sagen, bei einer weiblichen Figur ist relativ weird. Oh, ich hoffe, ich werde nicht gecancelt. Und dann hier unten haben wir die zwei Silver Age Green Lantern Omnis. Ich werde es jetzt nicht rausholen, oder? Ich meine, Green Lantern kommt schon, kennt man, ja? Silver Age Omnis von Green Lantern, lohnt es sich, die zu kaufen? Nein. Es ist halt extrem silly, es ist extrem goofy, wie Apo Red sagen würde. Und dementsprechend, das war für mich ein Nice-to-Have-Kauf, weil ich einfach ein riesiger Fan von der grünen Leuchte bin. Übrigens, wer Green Lantern die grüne Leuchte nennt, ist alt. Merkt euch das. Und ja, dann würde es halt das Silver Age weitergehen, rüber in die Bronze Age, aber das ist ein anderes Thema. Hier oben habe ich nicht relativ viel. Ich habe hier unter anderem Death and Metal. Ich glaube, so ziemlich mein einziger deutscher Omni. Ich finde es großartig übrigens, dass Panini überhaupt jetzt auf dieses Omni-Game aufgestiegen ist, was halt geil ist. Klar, also die Bände sind ein bisschen teurer und nicht jeder kann sich leisten, aber vor allem für uns Sammler ist es halt nice. Der Battlefield zu Metal kann ich jetzt auch nicht mehr viel sagen. Die Geschichte war so im Hype damals. Jeder hat sie, glaube ich, gelesen oder zumindest davon gehört von den Comic-Lesern. Und darüber werden wir unter anderem auch im nächsten Trailer reden, ne? Ich bin ein Psychopath! Ey, aber Panini, jetzt bitte, bring doch jetzt auch ein Omni raus von Death Metal. Komm, Alter, mach doch nicht diesen. Ah, hier habe ich übrigens noch den Before Watchmen Omni. Mit den ganzen Before Watchmen Titeln, logischerweise. Die einen waren gut, die anderen waren schlecht. Mehr dazu will ich auch nicht sagen. Aber auf jeden Fall generell ist hier meine Watchmen-Ecke, ne? Mit dem originalen Watchmen-Ding, ne? Den Hardcover, Doomsday Cock und Rorschach. Ich glaube so, der ein oder andere von euch wird sich jetzt fragen, wenn er hier unten jetzt bei DC ist, was macht ihr in diesen Marvel-Trades? Ich bin gerade so schockiert von Männern. Es ist kompliziert. Denn in diesem Regal sind nämlich auch noch ein paar Marvel-Sachen drin. Ja, halt so Captain Marvel-Zeug zum Beispiel. Der allererste Captain Marvel Omni, der beinhaltet die allererste originale 70er-Jahre-Serie. Damals so geschrieben vom großartigen... Wer hat das geschrieben, Bruder? The Claremont... Bruder, ich kenne meine eigene Comic-Sammlung gar nicht. Die allererste Miss Marvel-Serie, damals war sie ja noch Miss Marvel, und sie hat sogar beim Daily Bugle gearbeitet, hat sich, sage ich mal, glaube ich, so mit kleineren Schurken bekämpft, unter anderem aber auch übrigens mit Mystique und die Reihe, beziehungsweise hier drin ist die Story, wo Rogue, der Miss Marvel, also Carol Danvers, die Kräfte geklaut hat und dementsprechend selber auch ein Teil, ein Fragment ihrer Kräfte bekam. Yo, ich habe einfach voll vergessen zu erwähnen, dass ich noch diesen anderen Captain Marvel Omni habe und habe über ein komplett anderes Thema geredet. Auf jeden Fall, ja, der ist auch da. Dann hätten wir den Gwenpool Omni, der ist auch bei mir in der Sammlung jetzt so relativ neu. Und dann geht's weiter mit der Spider-Gwen, da wurde auch schon der zweite Omni angekündigt. Das heißt, der wird im Laufe des Jahres erscheinen. Da wird auch Platz einnehmen. Aber von Gwenpool zu Spider-Gwen leitet das bei mir sozusagen die Spider-Man-Ecke ein. Ich habe ja Spider-Man fast nur in Comic-Heften. Aber es gab ein paar Ausnahmen, ein paar Trades, ne? Unter anderem halt Carnage-Zeugs, hier den Carnage-Omni, der beinhaltet ganz, ganz viele Miniserien und auch ein Ongoing von Carnage aus den 2000er Jahren. Dann haben wir noch den Absolute Carnage-Omni, die einen wirklich beschissenes Mapping hat, aber ich glaube, aktuelle oder moderne Marvel Omnis haben alle dieses Problem, dass die eigentliche Sortierung des Inhalts, also die US-Issues, echt weird aufgeteilt sind, zumindest bei den Event-Omnis. Und dann habe ich noch dieses kleine Teil, The Superior Foes of Spider-Man. Der eine oder andere würde sagen, das ist ein Oversized Hardcover, aber nein, das ist einfach ein Omnibus, ein Omnibus Turn-Up. Was wurde verschüttelt? Ein Omnibus. Das ist ein Minibus eigentlich mehr. Digga, Marvel veröffentlicht demnächst auch wahrscheinlich so US-Issues mit 20 Seiten und sagt auch, es ist ein Omni. Boah, bevor wir weitermachen mit den anderen Marvel-Omnis, eine kurze Pause und ein Wort von unserem Sponsoren. Jetzt bei KFC. Spaß, ich bin noch nicht käuflich. Glaubt ihr wirklich, dass ein Product Placement auf meinem Kanal funktionieren würde? Pfff. Machen wir weiter. Ich habe hier ein paar Events. Ich habe, glaube ich, unter anderem hier dazu... Das war doch gar kein Omni. Das war einfach ein oversized Hardcover, Bruder. Never mind. Ist das ein Omni? Auch nicht, Bruder. Was ist denn hier los? Okay, ich glaube, die einzigen Omnis, die ich hier auf dem Regal habe, ist das Moon Knight-Zeug. Zum Beispiel den ganz klassischen Moon Knight-Run von The Bronze Age. Sein erster Auftritt, Werewolf by Night. Dann sein erstes Special-Heft und dann halt die erste Ongoing. Plus noch ein paar andere Sachen. Ne? Das Ganze zieht sich dann hier noch weiter über den zweiten Omnibus. Oh mein Gott! Ein Alex Ross Cover? Und normalerweise würde als nächstes die 90er Jahre
Mark Spector Moonlight-Reihe kommen. Da wird diese auch noch ein Omni erscheinen, zumindest der allererste, weil das auch eine relativ große Reihe war und... Yeah, boy. Direkt vorbestellt. So, let's go. Dann ging es weiter mit einer neuen Interpretation von Moonlight, und zwar nämlich von Charlie Houston, der etwas brutalere Moonlight. Es war auch ein Ongoing, die drin war, und ich glaube noch ein bisschen was anderes hier drin, auch eine Mini-Reihe und so. Ja, bisschen mehr. So, liebe Tradies, da machen wir einen ganz kurzen Sprung in meinen Deadpool-Abteil, weil ich glaube, Deadpool muss auch nicht viel gesagt werden. Da führe ich euch das mal ganz schnell durch. Ja, man kennt's. Oh, Alter, dieses Video ist so anstrengend. Ich würde am liebsten jetzt einfach nur Jagan weiterlesen irgendwie, aber... Ach, was soll man machen? Oh, was ist das denn? Eine nackte... Digga, eine nackte Frau! Ich muss hier unbedingt den Band weiterlesen. Alle meine Fans sind maskuline Jungs, ja! Okay, genug jetzt mit den Späßen. Machen wir jetzt mal ein bisschen Chillomillo, machen wir ein bisschen ernst, ne? Auf Entspannung, keinen Spaß mehr, keine Witze mehr. Machen wir einfach jetzt ganz gechillt. So, weiter geht es mit Punisher. Ich habe hier eigentlich ausschließlich nur Omnis von Garth Ennis. Garth Ennis fing an, den Main Punisher zu begleiten in einer neuen Ongoing. Natürlich kommen noch ein paar Specials bzw. Annuals dazu oder Mini-Reihen. Und das Ganze wurde hier in einem Omnibus zusammengesammelt, damals noch unter einem Marvel Knights Banner. Der Run von Garth Ennis ging aber noch weiter, aber auch viel, viel länger bei Punisher. Denn dann hat er eine andere Punisher Ongoing begleitet, und zwar aber die Punisher Max-Reihe. Ich würde lieben gern mehr über den Punisher lesen. Es gibt zum Beispiel den Back to War Omnibus, der beinhaltet aber, glaube ich, seine ersten Auftritte und sowas. Ich würde lieben gerne aber eher die neueren Runs von Punisher lesen. Natürlich kann ich einsteigen in Trade-Form, aber Punisher ist so eine Figur, die würde ich gerne weiterhin in Omniform lesen, weil das funktioniert für mich im Lesefluss einfach deutlich besser. Und dass ich nur Storylines von dieser Figur in Omniform lesen will, das trifft auch zu auf eine andere Figur. The Goat! Mir fällt jetzt gerade auch auf meinen Monitor, mein zweiter Monitor ist ja gar nicht an. Perfekt. 12 Omnis, nur von einer Figur. Boah, der Silver Age Omni, mit dem geht es los. Damals die ganz goofy, trashing, funny, silly, naiven Silver Age Stories, wo kompletter Bullshit passiert. Aber ich, ja, es ist halt noch naiv geschrieben, aber es bockt auf jeden Fall. Trotzdem hat mir irgendwie der erste Omni damals gereicht zu sagen, dass ich nicht mehr von der Silver Age eigentlich lesen will. Aber jetzt wurde für dieses Jahr der zweite Band angekündigt, nachdem niemand gefragt hat. Und ja, den werde ich halt kaufen, weil halt... So, nachdem die Silver Age bei Daredevil relativ weird war, wurde er neu, ich will nicht sagen erfunden, aber auf jeden Fall komplett über den Bord geworfen, komplett neu geschrieben durch Frank Miller, ein legendärer Run, der bis heute zu den besten Marvel Runs aller Zeiten zählt. Wer den Run noch nicht gelesen hat? Opfer. Der Run ist eigentlich viel größer bzw. viel länger, es geht noch ein bisschen drumherum. Und dieses Drumherum wird nochmal in so eine Art Compendium-Omnibus-Band gesammelt. Wie gesagt, nur so ein bisschen drumherum, was eine schöne Ergänzung bzw. ein Abschluss ist zu dem eigentlichen Main-Omni. Dann geht es weiter mit den Marvel Knights-Omni. Technisch gesehen ist es kein eigener Daredevil-Omni, aber Daredevil spielt hier eine zentrale Rolle in der Geschichte. Es ist nicht nur die Marvel Knights-Mini-Reihe drin, sondern es ist auch ein paar Daredevil-Sachen, wie zum Beispiel eine Mini-Reihe von Daredevil, dann auch eine ganze Ongoing von ihm oder zumindest halt die ersten 16 Ausgaben. Und dementsprechend zählt das für mich einfach in meiner Daredevil-Chronologie einfach dazu. Dann kommt aber wirklich ein richtig klassischer Daredevil-Omni. Der wurde aufgeteilt auf zwei Bände, weil er einfach viel zu groß war anscheinend. Und zwar nämlich von Bendis. Bendis hat aus Daredevil-Stories eine Crime-Noir-Story gemacht mit packenden Thriller-Elementen. Natürlich mit den bekannten Elementen, wie zum Beispiel The Hand oder der ganzen Schurken, wie zum Beispiel Bullseye und so weiter und so fort. Aber das Ganze wurde nochmal ein bisschen dreckiger, ein bisschen rauer gemacht. Einfach so nochmal ein bisschen Stück modernisiert, würde ich sagen. Nach Bendis ging es weiter mit Brubaker. Oh nee, Alter. Ich hasse das, wenn Marvel solche Cover macht. Das ist einfach hässlich. Die Ongoing von Daredevil ging damals ganz mal weiter. Dann kam ein großes Event, was leider von den meisten ziemlich gehasst wurde. Ich fand es ganz unterhaltsam oder besser gesagt ganz okay. In dem Event ging es eigentlich nur darum, dass Daredevil eben die Hand übernimmt, weil ein bösartiges Wesen von ihm Besitz ergriffen hat. Und die ganzen Street-Level-Heroes, die stellen sich dann halt gegen Matt Murdock und sagen, ey, das, was du tust, du bist auch ein brutaler, du tötest Menschen oder du bist bereit dazu. Das ist irgendwie wrong. Das passt nicht zu dir. Du bist Daredevil. Nach Shadowlands könnte sein, dass es da auch wieder eine Lücke gibt. Haben nämlich Mark Waid im Spiel und hat nochmal Daredevil, ja, hat ihm nochmal eine ganz Eigennote verpasst. Hat auf jeden Fall Geschichten geschrieben, die zwar Elemente von den vorherigen Runs beinhalten, gleichzeitig hat er aber auch Silver Age-Elemente einfließen lassen und hat Daredevil sehr locker und sehr sympathisch, sehr leichtfüßig auf einmal wieder geschrieben. Und dann habe ich noch schlussendlich den Omni von Charles Soule. Ein Run, den ich finde, der war sehr stabil, allerdings fand ich, das war nicht der stärkste Run von Daredevil. Also wenn du dagegen einen Waid nimmst, einen Brubaker oder einen Bendis, die würde ich schon eher höher ranken. Excuse me, what the fuck? Aber trotzdem will ich nicht sagen, dass das Whole Run schlecht war, per se nicht. Ja, das sind meine Daredevil-Omnis. Und wenn ihr dachtet, das sind schon viele Omnis, es gibt eine Figur oder besser gesagt eine Gruppierung
Für den habe ich noch viel mehr Omnis. Die X-Men, davon habe ich stolze 14 Omnis, wobei zwei von ihnen tragen nicht den Titel Omni auf dem Umschlag. Und da kann man sich drüber streiten, ob das nicht eher ein Oversize Hardcover ist. Und da sind wir wieder bei X-Men Comics, Leute. Boah. Ich würde sagen, Intro ab. Die X-Men. Es gibt viele... da hatte ich euch ganz kurz. Oh Gott. Okay, wir fangen an mit der Silver Age bei den X-Men. Ja, ist halt wie bei Daredevil. Geschichten, die aus heutiger Sicht relativ, ja, Schwachsinn sind. Aber es gehört einfach zur Historie dazu. Es gab nicht nur einen Omni von der Silver Age, es gab sogar zwei Omnis. Der geht bis Uncanny X-Men 66 oder wie es damals einfach nur hieß, X-Men. Ab der 67, wie ihr wisst vielleicht, gab es keine neuen Geschichten, sondern es wurden ältere Stories aus den X-Men nochmal neu reprintet und generell stand es nicht gut um die Mutanten. Und mit der Reihe passiert nicht mal großartig viel. Bis Chris Claremont um die Ecke kam und sozusagen die Reihe revolutionierte. Neue Charaktere einführte, das Worldbuilding erweiterte, generell den Mythos rund um die X-Men erweiterte. Und generell, ja, mehr möchte ich einfach nicht sagen. Ich habe extrem viel dazu schon damals in meinem X-Men-Format gesagt. Und ja, wer es nicht kennt, schwach. Es gab dann noch einen zweiten Omni, dann der dritte Omni und schlussendlich der vierte Omni-Band. Und es wurde jetzt auch schon der fünfte angekündigt, der wird dieses Jahr kommen. Den habe ich auch schon locker vorbestellt, weil ich bin vorbereitet. Den zu haben ist richtig nice, weil ganz sneaky schließt er nahtlos eine Lücke zwischen diesen Band und den Mutant Massacre. Das erste richtige große X-Men-Event. Diese Omni umfasst natürlich die Main Uncanny X-Men-Reihe, in der das Event stattfand, als auch ein paar andere Reihen, wie zum Beispiel X-Factor oder die Mutants. Und das ist jetzt das Negative an diesen Omni. Ganz viele Tie-Ins, die eigentlich nicht wirklich Tie-Ins sind, die zwar in dieser Zeit spielen, wo das Mutant Massacre stattfindet, die aber nicht wirklich was mit dem Hauptevent zu tun haben. Außer, dass das Event eben irgendwie namentlich erwähnt wird, also dass die hier die Mordoks abgeschlachtet werden. Aber ja, was soll man sagen? Ein Meilenstein für die X-Men, kann man sagen. Dann ging es weiter, nahtlos im Prinzip eigentlich mit dem nächsten X-Men-Event, und zwar dem Fall of the Mutants. Auf jeden Fall ist es sozusagen der Zusammenbruch der Mutanten oder der Mutanten-Community. Und die Mutanten-Community war zu dem Zeitpunkt, ich sag mal, im Vergleich zu heute sehr überschaubar. What the hell? Nach dem Fall of the Mutants mussten die X-Men aber generell die Mutanten wieder zusammenraufen, denn dann kam Inferno. Zuerst ging das los mit dem Inferno-Prolog. Das ist hier nämlich eigentlich ein Oversize Hardcover, also es ist kein richtiger Omni. Und nach dem Prologband kam dann aber natürlich das Main Event, was auch ein klassischer Omni ist, Inferno. Das beinhaltet unter anderem natürlich die X-Men Hauptreihe, als auch X-Factor, The New Mutants und ganz, ganz viel drumherum. Ne? Inferno, muss ich sagen, hat mich etwas mehr abgeholt inhaltlich. Es ging unter anderem dadurch, dass die Ex von Scott Summers, das war Madeline Pryor, eigentlich ein Klon von Jean Grey, Goblin Queen wurde, also eine Königin der Unterwelt, und dann brach die Hölle auf Erden aus, und zwar in New York. Und nicht nur die X-Men, als auch natürlich auch die ganz vielen anderen Marvel-Helden waren irgendwie involviert, und das Ganze war ein riesiges Chaos irgendwie. Aber es hat Spaß gemacht. Das war ein Event, das war, obwohl es so ein 80er-Event war, und ich bin kein riesiger Fan von so Comics aus der Copper Age. Trotzdem hat es mich ganz unterhalten. Dann geht es weiter mit einer weiteren Revolution nach Chris Claremont, und zwar Jim Lee. Alter, diese zwei Omnis, das ist wirklich der Anfang der 90er-Ära bei den X-Men. Es ist brutal, es ist extrem, es ist richtig metal. Was soll man sagen? Ja, und dann bleiben wir in den 90ern mit der Hochzeit von Jean Grey und Scott Summers. Es sieht aus wie ein Omni, aber es ist irgendwo keiner, weil das nicht draufsteht. Eigentlich ist es mehr ein Oversize Hardcover, aber... Wait, what? Wie gesagt, für mich zählt das als Omni. Der große Abschluss der 90er bei den X-Men ist natürlich die Age of Apocalypse. Also ich habe ja die erste Panini-Heftreihe von den X-Men, und da ist das Event eigentlich auch schon drin. Das Problem ist nur, da ist nur das Kernevent drin, also wirklich die wichtigsten Ausgaben. Hier aber haben wir das Kernevent plus noch die ganzen Tie-Ins. Ja, und das war's mit meinen X-Men Omnis. Eigentlich hätte ich hier noch so drei Oversize Hardcover. Wisst ihr was? Kann ich euch auch noch zeigen, weil was soll's? Was soll ich sagen? Es guckt hier an der Stelle eh keiner mehr zu, also von daher, ich kann machen, was ich will. Ich kann auch sagen, was ich will. Ich hinterziehe Steuern. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, schreibt bitte in die Kommentare, Vlad hinterzieht Steuern. Ich habe House Effects und Power Effects. Ich habe Hellfire Gala und ich habe Inferno. Nicht zu verwechseln mit dem anderen Inferno-Event aus den 80ern. Das war's mit meinen X-Men Omnis. Beziehungsweise das war's mit meinen Omnis. Naja, da wäre noch der Batman Eternal Omni, aber egal. Ich mache mir jetzt einen Tee. Und das waren meine Omnis. Ach du meine Güte. Ich überlege übrigens noch ein weiteres Video zu machen, eben um mehr meine Comic-Sammlung zu präsentieren. Dann aber ja meine ganzen Comic-Hefte. Ansonsten schreibt in die Kommentare irgendwas.
Ich weiß nicht, ich habe keinen Plan. Ich bin komplett planlos. Ich weiß nicht, was jetzt in der Abmoderation passieren wird. Denn es kann jetzt alles passieren. Fuck! Es funktioniert nicht und ich... Das ist so widerlich, Alter. Jetzt habe ich halt einfach für diesen Joke, der nicht funktioniert hat und absolut ekelhaft war, ein ganzes Kondom verschwendet. Aber ich würde den auch eh nicht benutzen. Fuck! Nein! Jetzt habe ich diese Silikonscheiße an meinen Tisch, Alter. Bah! Bah, Alter, ich muss mir echt nur noch 100 Mal die Zähne putzen. Like das Video.